Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Ich bin Nicole von Nicoles Zuckerwerk. Passend zur bevorstehenden Halloween-Zeit habe ich auch heute ein Tutorial für euch mit einer Halloween-Motivtorte. Ich empfehle euch auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben, damit sich eventuell all eure Fragen beantworten, beziehungsweise melde ich mich auch ganz kurz mit ein paar Infos am Ende noch einmal. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei meinem Video. Ich habe hier meine Kuchen schon einen Tag zuvor gebacken. Jetzt sind sie nämlich richtig schön ausgekühlt und lassen sich auch richtig gut schneiden. Ich habe zweimal in einer 20 cm Durchmesser Backrahmen gebacken und links hinten habe ich in einer Kuppelschüssel auch mit 20 cm Durchmesser gebacken. Gefärbt habe ich meinen Teig mit dieser Pastenfarbe von Sugar Flair in Mint Green. Hier hinten habe ich eine italienische Buttercreme hier vorbereitet. Das ist die italienische Meringue-Buttercreme, die ich euch selbstverständlich auch mit in die Infos dazu schreibe. Eingefärbt habe ich sie genauso mit der Pastenfarbe wie auch den Teig. Rechts daneben habe ich mir ein passendes Cakeboard aus einer 0,5 mm starken Kaperplatte geschnitten. Ich starte als allererstes, indem ich den braunen Deckel und auch den Boden der Kuchen ganz dünn abschneide. Ich mache das immer ganz gerne mit einem Messer mit Wellenschliff. Ihr könnt selbstverständlich auch eine Tortensäge oder auch anderes dafür verwenden. Dann habe ich meine Kuchen einmal waagerecht durchgeschnitten und habe sie mit der Buttercreme gefüllt. Auch auf den obersten Tortenboden kommt eine Schicht Buttercreme, denn da kommt gleich die Kaperplatte drauf und damit diese festklebt, habe ich selbstverständlich auch hier etwas Buttercreme aufgetragen. Damit das auch nachher schön gerade ist, habe ich mit meiner Wasserwaage nochmal etwas austariert. Mit etwas Buttercreme wird schließlich auch die runde Kuppel aufgeklebt. Ich fülle die Löcher jetzt erst nochmal mit etwas Buttercreme und dann habe ich den Kuchen zum Festwerden erstmal in den Kühlschrank gestellt. Damit das Ganze später nicht einsackt, wird das nun mit Strohhalmen gestützt. Ich nehme hier ganz gerne diese etwas dickeren Strohhalme, die ich hier in meinen Kuchen hineinsteche und passend
abschneide, beziehungsweise ich lasse ihn oben etwas rausstehen, denn das gibt ja der Boden meines Kessels. Darauf soll der Kuchen nachher stehen. Und um zu gucken, ob das Ganze auch gerade ist, habe ich jetzt hier nochmal ein Tortenretter aufgelegt und schneide das Ganze nochmal etwas nach. Anschließend habe ich die Torte in mehreren Schichten mit einer Zartbitterganache eingestrichen. Die erste Schicht dient in erster Linie zur Krümelbindung, die muss noch gar nicht so ordentlich sein. Nach dieser ersten Schicht kommt der Kuchen etwa 20 Minuten in den Kühlschrank und dann könnt ihr eine zweite und eventuell auch noch eine dritte Schicht auftragen. Das macht ihr so lange, bis euer Kuchen richtig schön glatt ist und ihr mit eurem Ergebnis zufrieden seid. Anschließend kommt der Kuchen wieder in den Kühlschrank, damit er erst wieder etwas fest wird, bevor ihr ihn mit dem Fondant einkleidet. Ich habe jetzt hier schwarzen Fondant genommen. Ich habe jetzt insgesamt 1 Kilo genommen, den ich auf etwas Bäckerstärke ausrolle. Und anschließend meinen Kuchen damit einkleide. Ich habe den Fondant nicht ganz so hauchdünn ausgerollt, denn bei etwas höheren Torten ist die Gefahr, dass der Fondant reißt. Mit dem Tortenkletter wird das Ganze nochmal etwas geklettet. Und die Überschüsse mit einem Messer abgenommen. Im Anschluss befestige ich mein Cakeboard auf der Torte, indem ich einfach etwas Ganache aufstreiche. Und klebe dann das Cakeboard, das ist eine Kaperplatte, die ich auch mit schwarzem Fondant eingekleidet habe, hier auf die Torte drauf. Das Ganze wird dann einmal gewendet, sodass nun euer Kessel auch richtig herum vor euch steht. Ich habe jetzt hier mir ein kleines Stück weißen Fondant auch mit dem Sugar Flair Mint Green eingefärbt, rolle das dünn aus und steche das mit einer 20 cm Backform aus. Aber selbstverständlich könnt ihr das auch mit einem Messer ausschneiden. Ich gebe jetzt hier auf die Oberfläche des Kuchens etwas Aprikosenmarmelade aus dem einfachen Grund, dass jetzt der grüne Fondantdeckel auch kleben bleibt. Das Ganze muss nicht ganz so ordentlich sein, da ja noch eine schwarze Umrandung um den Kesselrand drumherum kommt, beziehungsweise der Kessel auch noch mit Piping-Gel gefüllt wird. Ich rolle mir jetzt aus schwarzem Fondant hier eine lange Schlange. Thank you.
Gebe dann auf dem Rand meines Kessels etwas Zuckerkleber und klebe diese Schlange dann rundherum fest. Dann nehme ich mir mein Piping Gel und auch wieder die gleiche grüne Lebensmittelfarbe. Nehme mir hier einen guten Teelöffel raus. Und färbe das Ganze ein, bevor ich das dann mit einem Pinsel auf der Tortenoberfläche verteile. Im Anschluss verteile ich noch das Fruchtgummi wahllos auf die Torte. Ich rolle mir nun etwas braunen Fondant aus, den ich zuvor mit etwas CMC angewirkt habe. Mit einer Dekorolle in Holzoptik rolle ich einmal über den Fondant drüber, damit dieser eine Holzmaserung erhält. Daraus schneide ich mir etwa 1,5 cm breite Stücke. Ich dann am Rand mit einer kleinen sauberen Schere noch etwas ausarbeite, sodass dieses Holzstück einfach ein bisschen ausgefranzelt aussieht. Mit Zuckerkleber verteile ich das nun hier rundherum, sodass das Ganze aussieht, als würde es auf Feuerholz stehen. Für die Flammen nehme ich mir orangen und roten Fondant, den ich grob miteinander verknete, nicht ganz so ordentlich, rolle das zu Schlangen an der einen Seite etwas spitz zulaufend und klebe diese mit Zuckerkleber an meinem Kessel fest. Ich habe auch nach außen hin noch etwas Fruchtgummi verteilt und habe noch einen Schriftzug Happy Halloween aufgeklebt und mein Cakeboard mit einem passenden Satinband versehen und dann war meine Torte auch fertig.
alle Infos, die ihr zu dieser Torte wissen müsst. Das heißt, das Rezept, die Mengenangaben etc. findet ihr natürlich auf meinem Blog www.nicoleszuckerwerk.de, den ich euch selbstverständlich hier unten in die Infobox verlinke. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.